Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar werden wir wieder heute Don't Call at 3 a.m. auf Roblox spielen, denn ich habe gesehen, es gibt was Neues, und zwar die Nummer von Skibbity Toilet. Die gibt es und die werden wir heute anschreiben und anrufen. Mal gucken, ob es noch weitere neue Nummern gibt. Ich probiere es aus, damit ihr es nicht machen müsst. Und Leute, ich habe übrigens auch noch passend dazu die richtige verfluchte Nummer von Skibbity Toilet gefunden. Auf meinem Hauptkanal habe ich sie ausprobiert. Das ist das Video. Checkt es gerne auch noch aus. Auf jeden Fall, ja, war das super creepy. Ich bin mal gespannt, wie das diesmal dann sein wird. Lasst auf jeden Fall unbedingt Daumen nach oben, damit ich öfters mal creepy Spiele mit euch ausprobieren soll, die ihr euch vielleicht auch nicht traut. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wovor habt ihr so richtig Angst? Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. Ich werde schreien, Leute. Tragt bitte keine Kopfhörer. Tut es nicht. Wirklich, das ist eine ernst gemeinte Warnung. Tut es nicht, weil ich werde sowas von schreien, wie ich mich kenne. Es dauert echt lange. Es sind so viele gerade drin. Irgendwas stand da mit über 1400 oder so. Oh mein Gott. Direkt Anruf. Leute, es geht los. Es klingelt. Er ist reingegangen. Hä? Ew. Was ist das? Wie sieht der denn aus? Oh, warum ist das so creepy? Bro, ich mach von dir ein Bild. Toilettentieftaucher. Gerade eben kam dieser typische Song und schon wieder. Alter, komm mir nicht so nah. Die Mann weiche von mir. Alter, was hast du für Augen? Alter, was war das denn? Was soll ich mit ihm schreiben? Oh mein Gott, mein Herz. Hallo, Skibby. Skibby, Junge, was geht? Yes, yes. Ich bin sicher jetzt, Skibbity Dop. Alter, das erinnert mich so sehr an die echte Skibbity Toilet Nummer, die ich ausprobiert habe, Leute. Skibbity Toilet. Yes! Yes! Was, wenn ich das schreibe? Er schreibt direkt. What the? Was laberst du? Schickt er auch noch ein Bild? Brr, Skibbity Dop, 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 yes, yes. Alter, was ist das? Was ist das? Bist du eine Toilette? BB? Pass auf die Laser auf, Skibbidi-DB. Wieso sollte ich auf die Laser aufpassen? Deine Laser? Yes. Alter, das ist das sinnloseste Gespräch, was ich jemals um 3 Uhr nachts geführt habe. Sogar mit den verfluchten Nummern habe ich ein besseres Gespräch. Bist du... Ja, auf Toilette wahrscheinlich, ne? Aber egal, ich frag trotzdem. Ja, bei meinem alten Zuhause. Da gab es eine Toilette, habe ich gesehen. Das könnte locker ein Bild aus diesem Keller sein. Ehrlich jetzt? Ich wusste vorher auch nicht, dass da eine Toilette ist. Aber da war eine Toilette, Leute, und das sah genauso aus. Bah! Ekelig! Ich wollte gerade schreiben, wieso schickst du mir sowas? Aber mal gucken, ob er... Yes, toll. Danke, wenigstens stimmst du mir zu, dass es ekelig ist. Wo ist das? Sieht echt so aus wie in einem Keller, ne? Oder wie so ein ganz bubble-bubble skibbity dop dop yes, yes. Danke, macht keinen Sinn. Könnte aber auch halt ein altes Haus sein. Pass wieder auf die Laser auf, sagt er wieder. Warum? Wo bist du? Wo ist die Toilette? Es gibt keinen Com, Skibbity Dop. Warum gibt es keinen Com? Was, wenn wir... Warte mal. Camera Man. Einfach nur eingeben. Er reagiert drauf. Brr, Gefahr lauert. Bubble, beep, beep. Wow. Danke für die Warnung. Warte mal, Skibby, die, brr, die, yes, yes, sinnlosestes Gespräch ever. Yes, yes, uns gehört der Sieg, Skibbity, dop, dop. Skibbity, dop, dop, wo bist du, yes, yes. Wenn man nicht anders mit ihm kommunizieren kann, dann halt so. Er wiederholt sich wieder. Hast du mehr Fotos?
Ich will die Fotos haben, weil die sind am gruseligsten, finde ich immer. Jetzt reagiert er nicht mehr. Hast du ein Foto von dir? Tatsächlich eins! Was ist das schon wieder? Wo ist die Toilette? Er schickt schon wieder ein Bild. Das ist wie dasselbe. Oh, Junge, schick mir Bilder! In was für einem Haus bist du? Warum schickt er mich dauernd Toiletten? Was sind das übrigens für Bilder? Woher sind die? Gibt es die irgendwo im Internet oder wird das irgendwie erstellt? Oder was ist das? Weil das ist irgendwie super creepy. Dann haben wir noch Charles. Habe ich ihn schon mal angerufen? Gar nicht, ne? Akinator haben wir noch. Katze hatte ich auch noch nicht ausprobiert. McFood Clown. Den will ich ausprobieren. Toll. Es braucht einen Code, Leute. Also kann ich ihn nicht ausprobieren. Ich weiß gerade nicht, wo ich den Code herbekomme. Ich rufe mal die Katze an. Mal gucken, wie gruselig die Katze sein wird. Es klingelt. Oh, wir sind bei der Crazy Cat Oma. Whiskers. Oh, guck mal, wie süß die ist. Ja, eigentlich, um ehrlich zu sein, es brennt. Alter, guckt euch die Katzen an. Ich wollte gerade sagen, Gruselkatze, lass mich in Ruhe. Ich wollte gerade sagen, das Haus von der Crazy Cat Oma macht mir mehr Angst. Alter, seht ihr das da hinten? Die roten Augen? Wow, guten Hunger. Wohnt die Katze alleine? Was hat sie mit der Oma angestellt? Weil da hinten ist ein Bild von ihr. Wir werden keinem Katzen so gruselig sein. Man kann sogar mit ihr chatten, aber das machen wir jetzt nicht. Wir rufen mal Charles die Lokomotive an. Also Chuchu Charles. Also in Real Life habe ich seine Nummer auch ausprobiert, Leute. Seine verfuschte Nummer. Warum sieht er so realistisch aus? Starr mir bitte nicht so in die Seele. Boah, Alter, warum sieht er so eklig aus? Also wir schauen hier auf einen Zugplan. Sieht fast aus wie Hamburgs U-Bahn-Plan. Bilder! Atme nicht so eklig, Junge! Alter, warum kriege ich Angst? Alter, das ist wirklich gruselig. Wirklich. Ich hasse Spinnen. Wer von euch hat auch so eine Spinnenphobie? Der postet mal jetzt ein Spinnen-Emoji unten rein. Ich habe so Angst vor Spinnen. Sogar vor Minispinnen. Er kommt immer näher. Lass mich! Ja, geh ruhig in den Wald. Jetzt sehen wir wieder diese wundervollen Bilder. Nein. Komm bloß nicht auf mich zu. Denk nicht dran. Verschwinde. Ich habe Insektenspray. Psst, psst. Ah! Boah, Alter! Junge! Sag's euch, Leute. Es lag auch daran, dass es eine Spinne ist. Es lag auf jeden Fall auch daran. Wie gruselig kann er sein? Kann er gruselig sein? Naja, dass er so viel weiß, ist schon creepy, ne? Aber wo sind wir? Wohnt der im Keller? Was sind das für gruselige Geräusche, Leute? Alter, er starrt mich schon ziemlich an, ne? Ich fühle mich angeguckt. Alter, was ist das? Ich bin verstört. Wohnt ihr da? Wessen Wohnung ist das? Wer wohnt da im Keller? Alter, das sieht total gruselig und ungemütlich aus. Ey, das ganze Haus sieht schlimm aus. Es klopft. Nein, ich lass dich nicht rein. Ist das mein Zuhause? Das ist gruselig. Die Geräusche sind gerade gruselig. Hey, Leute, das ist einfach weird. Das zerstört gerade alles. Alles, was ist das? Wow! Junge, muss doch nicht so erschrecken, Mann. Was sind das immer für komische Jumpscares? Ja, Leute, ich würde sagen, ich bin schon mal hintergekommen. Ich werde jetzt nicht mehr mit diesen seltsamen Nummern schreiben. Habt ihr es auch schon mal gespielt? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb.